Servus Leute, wir sind zurück beim nächsten Part von Titan Souls. Im letzten Part, was sind wir hier in diesen, haben wir ja dieses fettige Klebervieh gekillt. Jetzt sind wir in diesem Wald rausgekommen. Ja, und jetzt haben wir hier einen Pilz vor uns, top. Den wir jetzt auch irgendwie killen müssen. Aber das ist auch nicht so einfach. Weil das Ding ist auch wieder recht schnell unterwegs. Und jetzt sind wieder so Geschichten, oder? Jawohl, Bär, das hat genauso geklappt. Juhu! Das erste Mal, dass wirklich das so funktioniert hat, beim Anfang, wie ich mir den Plan ausgedacht habe. Alter, ich werde noch zum richtigen Meister. Ich will zwar jetzt nicht übertreiben, aber geil! Ich hätte nie gedacht, dass wir den jetzt am Anfang gleich so plätten. Neuer Rekord, also zumindest Part-Rekord. So, jetzt gehen wir nach rechts. Ich war jetzt, glaube ich, unten noch nicht. Doch, war ich, glaube ich, schon. Wir sind oben rausgekommen. Kann das sein? Ja, kann sein. So, wenn wir jetzt einfach geradeaus rüber gehen. Wo kommen wir da raus? Top. Und wenn wir oben rumgehen? Nein, kommen wir unten raus. Toll. Dann ist der Weg so mal eine fette Sackgasse. Toll. Fahr zur Hölle. Wenn wir oben gehen. Ah, schick. Wasser. Wir können sogar schwimmen. Alter, das ist so geil. Ich hätte es nicht gedacht. Okay, also oben rum ist schon mal ungefähr richtig. Und hier sind wir, glaube ich, rein. Das hat auch richtig ausgeschaut. Und dann sind wir da rechts rum. Weiß gar nicht. Alter, na, was ist denn das? Schaut irgendwie cool aus. Jetzt haben wir gesagt, wir gehen nochmal nach rechts. Scheiße. Vielleicht nochmal nach oben. Ich würde gerne noch wissen, was der nächste Gegner ist. In dem Part zumindest, ne? So, jetzt nach oben. Wo wir dann rauskommen. Hoffe ich endlich mal vom. Toll, wir müssen nach unten. Ne, das ist der einzige Weg in dem Bereich, wo wir nicht gegangen sind. Hätten wir ja am Anfang auch erwischen können, aber nee. Machen wir zum Schluss. Das ist ja ein Party wie voll gering. Ah, das mit Wasser, wo hat man doch schon? Das ist jetzt euer Ernst? Also das war euer Sack. Warte mal. Wasserfall können wir auch nicht rein. Was passiert, wenn wir hier links rausgehen? Okay. Wie habe ich das jetzt gemacht? Links, rechts, links. Alter. Okay. Okay, ich bin tot. Ne, auch Blumenkohl als Gegner. Links. Rechts. Links. Hä? Sag mal bitte einer, wie ich das jetzt gemacht habe. Links. Okay. Also ich hab's immer noch nicht ganz gerafft. Also ich bin nach oben, dann nach links, dann. Auf jeden Fall war ja schon irgendwie gebacken kriegen. Jetzt war wunder, wie wir die Pflanze da plätten. Also müssen wir wahrscheinlich auf jeden Fall in das hässliche Auge da knallen. Marsch. Blumenkohl, okay, ist das vielleicht nicht. Aber wenn er ganz schön hässlich ist. Aber Alter. So, was macht er jetzt? Ah, okay. Okay, wenn der so eine Wolke rausbläst, dann schaut doch tot aus. Ich weiß nicht warum, aber ich denke schon. Also wir haben eine Chance, wenn er so bläst. Da müssen wir eine reinknallen.
Also gut, wie war das jetzt? Das müssen wir jetzt nach oben. So, hier sind wir nach links. Dann sind wir nach rechts. Dann sind wir nach links. Okay, ich hab's gecheckt. Aber wie sollen wir da drauf kommen? Sagen wir so, ich bin jetzt auf Zufall drauf gekommen, aber wenn da einer nicht so dort auf ein Pall durchgeht und ein bisschen Glück hat, dann schafft er das, findet er das nie. Außer der weiß es. Schon ein wenig strange. Okay, ich bin tot. Da waren diese Wolke, die geben auch schon ein bisschen am Sack. Dann ist mal dieses Geheimnis der Lauferei. Ich hätte mir da nicht irgendwie nochmal einen Zwischensprung machen können, wenn man so einen Scheiß gefunden hätte. Links, rechts, links. Links, rechts, links. Hört sich an wie eine Marschiererei beim Bund. Also dort nie, aber abgehört. So, jetzt schauen wir mal. Komm, Heslon, lass dich töten. Heißt das Viech überhaupt? Ohrreidiger Blumenkopf. So. Okay, und jetzt? Okay, wir müssen mehrmal hinten. Das war jetzt unfair. So, wir haben den dann gehittet und dann. Und haben wir dann ersticken lassen und wäre voll dafür gewesen. Links, rechts, links. Vielleicht wird auch rechts, links reichen. Aber egal. Wahrscheinlich wird rechts, links reichen. Können wir mal ausprobieren im nächsten Ding. Der nächste Versuch kommt sicher. So. Tante Scheiße. Ah, das bekommst du zurück. Also rechts, links wird wahrscheinlich auch reichen. Genau, rechts, links wird reichen. Sparen wir uns schon mal den Weg. Genau, den Weg zurück hätten wir auch noch ausprobiert. Der ist übrig geblieben bei den drei Dingen, die wir mal probiert haben. Okay, doch nicht so schwer. Ich hab's bloß auf umständlichen Weg rausgekriegt. Alter. Alter, der hat doch seine Ranken schon kommen, jetzt komm. Okay, auf geht's. So, komm her. Scheiß gelaufe. Aber langsam kommt man da schon rein. Das Drecksviech. Wir werden den Pfeil eindringen lassen. Eine hässliche, verdammte Fresse. Also so rum funktioniert es auch nicht, wenn man einfach da dagegen springt. War scheiße. So. Alter, wir brauchen da zwei Hits, das ist doch voll zum Kotzen. Wir haben schon Gegner, wo wir mehrere Hits bräuchten. Wir hatten einmal so einen Klibbelgegner, den muss man da... Aber da muss man auch bloß das Gelee runter schießen. Und so selber hat man bloß einen Hit gebraucht. So. Okay, und was passiert jetzt in dem Gas? Ja, komm, ein bisschen schneller kannst du deinen Ranken schon nehmen, Drecksviech. Amte Kacke. Na, ich habe jetzt langsam die Schnauze voll von dem Viech. Aber den Überblick voll, wie lange wir schon zocken. Okay, alles klar. Ich glaube noch keine 10 Minuten. Kommt sich für mich ewig an, die ganze Zeit zu verlieren. So, das haben wir jetzt gecheckt. Wir können die Ranken abschießen? Ernsthaft?
Das geht? So einfach? Warte. Das können wir mal probieren, vielleicht können wir uns damit die Arbeit ein bisschen erleichtern. Also zu lang dürfen die Gas nicht stehen. Habe ich festgestellt. Das ist eine saublöde Idee. Wieso ist das jetzt nicht gegangen? Wir haben doch vorhin die Rang. Wahrscheinlich können wir die Rang nur abschießen, wenn er da so rumsaugt. Dann können wir uns die Arbeit ein bisschen erleichtern. Frage ist, müssen wir das überhaupt? Weil eigentlich sieht das total mäßig aus, den hier Ranken abzuknallen. Wahrscheinlich liegen die Ranken im Weg rum und wir stolpern dann sogar noch drüber. Das traue ich mir voll zu. So, auf geht's, nächste Runde. So. So. Alter, wir müssen die Blume offenlegen. Was bringt uns das dann? Wir schießen den rein, dann müssen wir den nochmal hinten in der gleichen Ding. Alter, das wird echt nicht einfach. Wir müssen jetzt in das Loch reinschießen, dann müssen wir das aufziehen und dann müssen wir im gleichen Atemzug noch schauen, dass man in diese Blume reinzielen. Also das ist eigentlich das Ziel, da in der Mitte reinzuknallen. Gut, wenigstens wissen wir das. Dann könnte es nämlich was werden vielleicht noch in dem Part, unter Umständen mit ein bisschen Glück. So, schauen wir mal. Schauen wir mal. Also wir könnten sogar... Okay, so wird das auf jeden Fall nichts, das ist mal klar. So, jetzt komm noch her. Schnauze voll von dir. So. So, Maestro. Auf die Fresse gibt's jetzt. Danke fürs Gespräch. So. So. Naja, ist gelaufen immer so lange. Im Endeffekt besteht der meiste hier aus dem Part, vor allem wenn man viel stirbt, aus dem Laufen zum Gegner, dass man nochmal stirbt. So, jetzt komm raus. So. Okay. Scheiß Giftgas verfolgt uns halt hier. Behindert uns hier unsere Arbeit. So, schnell. So, wir mal schauen. Alter, jetzt haben sie das Giftgas verändert, verstehst du? Hat man schon zwei Ranken down, verstehst? Also wir können sie in dem Eck da ein wenig hinstellen, da haben wir eigentlich einen recht guten Schutz. Wir schauen, ob uns das Gas nicht tötet. Verdammte Scheiße, Drecksding. Ohne das Gas wäre das Vieh wahrscheinlich sau einfach. Deswegen haben sie das wahrscheinlich mit rein. Scheiße, wa? Ja, zu einfach gewesen. So. So. Das Gas schneller wie das letzte? So, auf damit, komm! Okay, jetzt hat er das Ding wieder zugemacht.
Würde mal interessieren, ob er jetzt wieder geil in Position. So, wir hatten jetzt nochmal riesen Schwein, wieder downganger sind. So. So. Wenigstens nochmal eine Ranke kaputt. So. Ja, das ist ja, wie ich gesagt habe, die Ranke ist dann tot und wir stolpern drüber. Wahnsinn. Dann haben wir im Endeffekt zwei Ranken ab. Im Endeffekt ist das scheiße, weil wir mit dem Gas dann nicht so, weil wir dann nicht so abhauen können, wie wir das brauchen oder möchten. Im Endeffekt ist das aber ein großes Pfui-Pfui, die Ranken abzuschießen. Also man schießt die immer in einem anderen Bereich ab, aber das weiß man auch noch nicht, ob man da hin muss oder nicht. Vor allem, wenn dann die Ranke da in diesem Rhythmus drin ist. Also dieses verdammte Blumenviech. So, komm näher. Wir jetzt mal in den Bereich der Ranke rein müssen und haben uns den Weg versperrt. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir... Natürlich schaffen wir es jetzt nicht mehr ganz. Scheiß Drecksgas. Trotzdem immer noch zu schnell dafür. Alter Drecksding. So. Da müsste jetzt irgendwo auftauchen. Alter, ich bin natürlich voll neigern. Scheiße. Im Endeffekt müssen wir schauen, dass wir es gleich beim ersten Mal schaffen wir dann und dann auf jeden Fall 90 Grad Winkel uns drüber kommen und dann muss das funktionieren, muss der sitzen. Vieh macht es uns echt nicht einfach. Aber was will man machen, ne? Was mut det mut? So, auf geht's. So. Also komm jetzt, auf geht's. So, und jetzt raus damit. Jawohl, hat uns gleich getötet, ohne Scheiß. Alter, wie viel Gas schwebt da rum, das kann's doch nicht sein. So, spielen wir's jetzt noch einmal, dann würde ich sagen, machen wir erst einmal Schluss hier. Mein Titan haben wir gekillt in diesem Part. Haben wir nochmal gut vorgelegt. Bei dem hat es jetzt nicht so gut geklappt. Aber ja, das würden wir machen. Man kann nicht alles haben. Auf geht's. So. Ach, scheiße, das war jetzt blöd. Bin hier voll in die Ranke hineingelaufen. Ja, okay, Leute. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier mal Schluss. Und wir sehen uns im nächsten Part von Titan Souls. Also dann, ciao Leute.